Da sind wir wieder und ich sehe schon. Bin weg. Das. Oder auch nicht. Tier. Wow. Weg, 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 weg. Wir wollten eigentlich gerade versuchen, uns ranzupirschen. Folgt mir mal, weil dann folgen wir der anderen Spur hier weiter. Stopp, stopp. Sonst wolltest du die Spur. Vielleicht nicht mehr klar, wenn du jetzt einmal noch 3 Meter Fußabdruck hinterlässt. Folgt mir nach. Das tut mir jetzt echt krass leid, aber das hat eben ausgesehen, als wenn das Wildschwein mir bis nach Hause folgen wollte. Da sehe ich einen Hasen. Ein Hoppelhase, mit dem kann man leider auch nichts anstellen. Schade. Schade. Aber eben so viele Tiere auf einem Fleck, das war auch schon nicht schlecht. Aber es waren die falschen. Ja, die Schweine sind wohl immer paarweise. Kann ich verstehen. Allein ist ja auch langweilig, also echt mal. Das ist natürlich super, wenn man. Also Schweine züchten ist natürlich super, aber man muss die Schweine auch erstmal gefangen kriegen. Weil wie gesagt, die wehren sich. Ja. Macht die Sache nicht so einfach. Ohne Rüstung sollte man das lassen, weil die Wildschweine hauen auf jeden Fall um. Ja, definitiv, ja, ja. Mhm. Ich habe nur kurz weiter auf den Berg geguckt und weg bist du. Hier sind Schafe. Matten. Ah, wenn ich weiß, wo hier ist. Heute Richtung Süden. Süden? Weiß nicht, kannst du dir gerade nicht näher beschreiben. Ja, Süden gehe ich schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn das Pferd will. Also, macht. Eieiei. Greife ich das Vieh nicht an. Ich kann es auf jeden Fall tamen. Man ja auch Wolle herkriegen, ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, dafür brauchen wir diesen anderen Stall noch, den wir noch nicht haben. Ja, ich hab's. Mal gerade was Matten ist. Ich höre hier bei mir aber auch was. Einfangen, 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 einfangen. Ah, es war nur ein Hase. Scharf, aber Matten ist scharf. Da ist ein Hase, da ist ein Hase. Zwei Hasen, aha. Da ist noch einer, also hier sind ja Hasen hier. Also ich bin definitiv nicht da, wo du bist. Lag ich vor, wir laufen wieder zurück zum Strand. Treffen uns da dann. Einfach weiter nach Süden an diese Spitze. Ja, weiter nach Süden. Weil der Spur, der ich eigentlich gefolgt bin, eigentlich wieder einem Vogel gehört hat. Ich glaube, ich habe hier die Dingensbäume gefunden, die für diese Kokons. Ja, ich habe sie gefunden. Ja, dann direkt Sprout einsammeln. Und zwar nicht gerade wenige, das ist ein ganzer Wald. Oh ja, super. Dann sammeln Kokons und Sprouts am besten direkt. Geht. 25 davon. Oh. Ja, cool. Okay, 25 Stück können wir raus. Dann noch ein Sprout. Da haben wir wenigstens auch schon mal sowas gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Können wir das auch anpflanzen und verarbeiten und alles. Mal hier weiter. Mal auf C wechseln, um mal die Gegend abzuchecken hier. Ich muss mir die Augen offen halten, wenn dann auf einmal ein Bär oder sonst irgendwas in der Nähe ist. Ich möchte nämlich kein Banterfutter werden hier. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Was lachst du eigentlich? Ich meine das ernst. Die haben es aber leider nicht immer alle hier. Ein paar kriegen das doch schon. Ja, wichtig sind eigentlich die Sports, dass wir selber anpflanzen können. Ja. Dann nach und nach sammeln können.
gibt's voll wenig. Ich folge gerade schon wieder einer Spur hier. Also ich bin aktuell nicht nach Süden unterwegs, sondern nach Osten. Und ich höre auch was. Verdammt nach Wildschwein. Es ist ein Wildschwein. Okay, dann düsen wir mal wieder los. Ich will ja nicht ewig hier bleiben. Da sieht man es dran. Da. Wir müssen nochmal absteigen. Also wenn das man ja schon da dran sieht, dann muss man das... Ich hab, warum ist denn das? Sieht wie der hier aus, ne? So irgendwie? Oder ist das... Nee, das ist der definitiv der hier. Oder der? Nee, ach egal. Nehmen wir einfach den hier, wählen aus. Yep, er war's. Juhu! Gut, dann aber weiter. Ach, ich will auf mein Pferd nicht aufsteigen und nicht sammeln. Ich kann schon wieder mein Pferd nicht auswählen. Jetzt aber. Ich versuche gerade eine Sau zu zähmen, weil der Eber ist weit genug weg. Weil eigentlich ohne Eber nichts bringt, weil dann kann man sie trotzdem nicht züchten. Aber stehen lassen möchte ich sie jetzt auch nicht. Ist auch wieder so eine Sache. Yep. Oh Gott, ich höre was. Okay, ich bin jetzt schwer überladen, das heißt, ich muss zurück zum Lager. Könnt ihr eigentlich auch schleppen, allerdings müssen wir uns wiederfinden. Ich kann, glaube ich, trotzdem mal versuchen, an den Eber so dicht ranzugehen. Versuche ihn zu tamen, aber. Keine Chance. Ja, da kommt er auch schon auf mich zu. Rennt. Ich gehe jetzt zurück Richtung See, also unser Lager. Okay. Das ist ja ein größerer Berg, da könnte man sich treffen, um wieder zusammenzulaufen, aber... Dort, das macht Sinn. Kannst du ja trotzdem selber mal unterwegs. Ich habe keine Äpfel. Ah, okay. Weil du meintest, ich soll keine Äpfel mitnehmen. Ja, ich habe aber auch zweimal schon gesagt, da kannst du Äpfel ernten. Ich sehe dich, bleib stehen. Nee, bist du gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Bist du das oder ist das ein Wolf? Nee, du bist es. Ein Wolf rennt nicht rückwärts. Daran hast du mich erkannt? Nicht an der Fackel? Oh, das ist aber deprimiert. Es ist hell, von daher. Na und? Ich sehe deine Fackel trotzdem. Okay, dadurch, dass wir jetzt wieder zu zweit sind, kann ich ja nochmal nach einer Spur suchen. Ja, und du schmeißt... Vielleicht treiben wir doch mal eine Kuh auf. Ja, und du schmeißt die, die du bereits gefunden hast, auf den Boden und ich nehme sie mit. Ich dachte eher, dass... Ja, oder so. Aber dann musst du dann 3 Minuten da rumstehen, um ein bisschen die Dinger aufnehmen kannst. Du musst sowieso noch suchen. Gib her, leg hin. Und so schnell du hinlegst, umso schnell geht's rum, die Zeit. Da, 2,5 Minuten. Glaube ich, doch schon gelohnt, der Ausflug. Ja. Also was suchen wir eigentlich hauptsächlich jetzt noch? Eine Kuh, richtig? Eine Kuh wäre super, finde ich. Damit wir auch Milch produzieren können und sowas. Ja. Ich bin nämlich dringend Käse. Und dann fehlt noch der Bacon. Übrigens ist hier ein Apfelbaum direkt. Wo? Weiter nach Norden. Aber bleib du mal da. Ich suche.
Bei diesen dämlichen Vögel, die einfach ja, Pferdespuren hinterlassen. Ja, ja. Die hinterlassen immer Pferdespuren und dann halt nicht die Viecher, die ich eigentlich suche. Aha. Ich meine, oh, das ist ja doof. Ja, weiß ich nicht. Willst du vielleicht einen Cut machen, weil den Leuten zugucken zu lassen, wie du da aufwartest, bis du den Beutel aufheben kannst? Vielleicht nicht das Spannendste. Ich weiß nicht, vielleicht doch. Vielleicht nicht, doch, ja, nein, ich weiß nicht. Okay. Ja, dann machen wir hier mal einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wie ich den Beutel denn schon bereits aufgenommen habe, den aufs Pferd wieder unterwegs bin wahrscheinlich. Und er wieder vor einem Wildschwein oder sowas wegrennt. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.